Ich habe hier Herrn Gruber, den Geschäftsführer der Wien Energie. Ich möchte zunächst fragen, wie haben Sie den heutigen Startup Day erlebt? Also ich finde diesen Startup Day, der ja ein Teil unserer Innovationsstrategie ist, hervorragend. Es ist uns gelungen, 170 Startups dazu zu bewegen, sich mit uns in Verbindung zu setzen. 10 Startups sind heute da und die haben alle ausgezeichnete Produktideen und zum Teil auch schon funktionsfähige Prototypen. Haben Sie mit so einem Andrang gerechnet? Nein, aber Gott sei Dank bin ich heute wieder positiv überrascht worden. Es gab schon viele Gespräche und wie ich gehört habe, auch schon viele Ideen für Produktgestaltungen, Produktideen und die weiteren Schritte, glaube ich, werden schon in die Wege geleitet. Ein wichtiger Punkt heute bei dem Tag ist es, dass die Experten der Wien Energie in Kontakt mit den Startups bereits kommen. Haben Sie da schon Feedback von den Experten bekommen, wie die zu den Ideen stehen, die Sie hier gesehen haben? Also alles, was ich gehört habe, war ausgesprochen positiv. Es waren viele neue Gedanken dabei, es waren viele neue Ideen dabei. Und ich hoffe, dass wir haben als nächstes die InnoChallenge im Jänner, Februar 2017. Und ich hoffe, dass sich dieser positive Antrieb bis dorthin weiter fortsetzt und wir auch wieder viele Startups dann hier haben. Haben Sie heute schon sehr spannende Startups gesehen, die Sie unbedingt bei der InnoChallenge dabei gerne hätten? Also ich würde jetzt keinen bevorzugen. Es waren alle ausgesprochen toll, das muss ich wirklich sagen. Und es ist erstaunlich, welche Möglichkeiten die Digitalisierung uns bietet und wie diese neue Welt in unsere alte Energiewelt eindringt und mit welcher Geschwindigkeit die auch zu neuen Produkten, Ideen und Dienstleistungen führt. Haben Sie noch eine Message an die Startups da draußen? Ja, das möchte ich an alle sagen. Bitte bewerben Sie sich für unsere InnoChallenge. Wir brauchen alle Ihre Ideen, wir brauchen alle Ihre neuen Möglichkeiten, die Sie uns eröffnen können, um unsere Energiewelt mit Ihrer Startup-Ideenwelt zu verbinden. Vielen Dank.